Die letzte Chance. Der HSV sucht sie, er versucht sie vorzubereiten in Bad Malente. Da, wo die Kuh den Sportplatz trifft, gegenüber ist eine Kuhweide. Hinter uns ist das Trainingsgelände des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Ein sehr, sehr gut gepflegter Rasenplatz, das konnten wir eben schon erkennen. Mehr werden wir leider nicht erkennen können, denn hinter uns gehen die Vorbereitungen langsam los. Es wird hier alles abgehängt. Der HSV möchte komplett Ruhe haben. Nachvollziehbar, vielleicht auch die richtige Maßnahme. Wir hoffen es zumindest für den Sonnabend. Wir werden trotz allem versuchen, von dir zu berichten. Natürlich werden wir versuchen, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Am Donnerstag, morgigen Donnerstag, werden wir hier mit Peter Knebel und dem Trainer ein Interview führen können. Das ist heute schon zugesagt worden. Ansonsten sollen die Spieler einmal komplett Ruhe haben. Kein Journalist wird zugelassen. Die Straße am Stadion, heißt sie, wird gleich abgehängt. Hier vorne wird auch abgesperrt. Alle Autos, die jetzt hier noch längs fahren, es ist noch sehr, sehr reger Verkehr. Die ganzen Touristen, wollte ich jetzt sagen, die ganzen HSV-Fans versammeln sich hier, wissen aber auch, dass sie gleich nichts mehr sehen können und sind relativ enttäuscht von dann gezogen. Ich habe gehört, dass sogar aus der Behindertenwerkstatt Busse schon geordert waren, die Leute hierher fahren sollten und denen eben noch mitgeteilt wurde, dass sie nichts sehen werden können. Deswegen werden sie auch nicht anreisen. Gut, es ist halt so, es ist auch eine Ausnahmesituation für den HSV. Der HSV muss sich am Wochenende mit einem Sieg versuchen zu befreien. Das ist die allerletzte Chance. Das hier ist mit Sicherheit, so kann man es auch nennen, eine allerletzte Maßnahme. Ob sie am Ende was bringt, wird allein das Ergebnis vom Sonnabend zeigen. Alles andere wird nebensächlich sein. Und wenn es dann am Ende reicht, dann soll der HSV meinetwegen jedes Jahr so ein Trainingslager machen und uns jedes Jahr aussperren. Dann nehmen wir es hin, weil es dann den Zweck erfüllt. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir melden uns nachher nochmal. Bis dahin.